Samuel K. lebt seit gut einem Jahr in Freiburg. Bisher hat er sich hier sicher gefühlt, auch als bekennender Jude. Bis zu jenem Moment in der Umkleide seines Fitnessstudios, den er so beschreibt. Auf einmal wurde ich von hinten am Kopf gepackt und mir wurde die Kippa abgerissen. Und dann wurde ich mehrfach als dreckiger Jude beleidigt. Und auf die Kippa wurde gespuckt und sie wurde in den Mülleimer geworfen. Und ich war so voll im Schock und habe die ganze Zeit gefragt, so was soll das, was soll das, hör auf damit. Und dann wurde mir Free Palestine nachgeschrien und auf den Boden gespuckt. Was Samuel besonders getroffen hat, keiner der Anwesenden kam ihm anfangs zu Hilfe. Erst ein älterer Mann konnte die Situation schließlich entschärfen. Die betroffene Fitnessstudio-Kette teilt mit, man sei schockiert und werde bei der Aufklärung des Falles helfen. Bei der Stadt Freiburg zeigt man sich besorgt, es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Wir wollen jüdisches Leben und auch jemand, der ein Religionssymbol trägt, muss toleriert werden. Und da ist jede Beleidigung, jede verbale Entgleisung nicht akzeptabel, nicht hinzunehmen. Erst vor kurzem wurden Mitglieder der israelitischen Gemeinde hier vor der Synagoge wüst beschimpft und bedroht. Viele Gläubige sind verunsichert. Man denkt, man lebt in gewisser ruhiger Lage, aber es ist nicht so der Fall. Ich hoffe, das ist einmalig und ja, aber die Sorge ist da. Ich selbst als Tochter von Holocaust-Überlebenden bin vollkommen durcheinander und weiß gerade gar nicht, was soll ich glauben, soll ich meinen Davidstern, den ich immer trage und nie ablege, zeigen, verstecken. Ein Vortrag über Antisemitismus stößt auf großes Interesse, gerade heute. Auch Samuel ist dabei. Die Polizei verzeichnet einen leichten Anstieg antisemitischer Straftaten in der Stadt. Bedrohungen oder körperliche Übergriffe seien allerdings die Ausnahme. Jüdisches Leben ist in Freiburg bislang kaum präsent, sagt Samuel. Eigentlich wollte er das ändern und seine religiösen Symbole offen tragen. Das ist ein Zizit. Auf jeden Fall habe ich das auch frei getragen mit meiner Kippa und das war für mich eigentlich selbstverständlich. Aber wie gesagt, also ich verstecke das jetzt in der Hose, genauso wie ich die Kippa nicht mehr trage. Sein Erlebnis sei kein Einzelfall, sagt Samuel K. Dass er den Übergriff im Internet öffentlich gemacht hat, hat ihm viel Zuspruch eingebracht. Er hofft, dass er die Kippa bald wieder ohne Angst tragen kann.